die ist schon die ganze Zeit da mit Konzeptwerk Neue Ökonomie. Gut. Ja. Schön. Schön, dass ihr alle da seid. Ich bin Mascha vom Konzeptwerk. Ich habe heute die Moderation übernommen. Und genau, ich würde euch jetzt kurz den Ablauf vorstellen und dann unsere Referentinnen. Leider, genau, muss ich ein bisschen improvisieren, aber wir kriegen es hin. Also, genau, zuerst wird Nina ihr Dossier vorstellen zu Arbeitszeitverkürzung. Dann wird Stephanie Gerold ihren aktuellen Forschungsstand zu Arbeitszeitverkürzung und die Vor- und Nachteile und wo es gerade Experimente gibt in dem Feld vorstellen. Und dann gibt es einen kleinen Vortrag von Philipp dazu, zu der Perspektive der Gewerkschaften auf Arbeitszeitverkürzung. Im Anschluss gibt es zwei Fragerunden von mir an das Podium und genau, zu guter Letzt können Fragen aus dem Publikum gestellt werden, die ich dann sammle und gebündelt einmal an alle stelle. Genau, nach einer kleinen Abschlussrunde ist das Podium vorbei. Genau, und Moment, jetzt stelle ich euch noch die Referierenden vor. Ja, wir freuen uns total, dass Stephanie Gerold hier sein kann. Sie arbeitet als Postdoc am Lehrstuhl für Technik und Umweltsoziologie der BTU Cottbus. Sie hat ihre Doktorarbeit an der Wirtschaftsuni in Wien zu verschiedenen Modellen der Arbeitszeitverkürzung und der ungleichen Verteilung von Arbeitszeit und Einkommen geschrieben. Und seitdem arbeitet sie unter anderem zu nachhaltiger Arbeit und sozial-ökologischer Transformation sowie Zeitwohlstand und Zeitnutzung. Schön, dass du da bist, Stephanie. Und genau, wie Nina schon gerade sagte, Philipp Frey ist gerade spontan eingesprungen und er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe Digitale Technologie und gesellschaftlicher Wandel am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse der Uni Karlsruhe. Er arbeitet unter anderem zur Zukunft der Arbeit, wozu er demnächst seine DIS veröffentlicht und wird heute eine gewerkschaftliche Position vertreten. Schön, dass du da bist, Philipp. Die beiden waren auch Teil der Transformationswerkstätten, die wir gemacht haben, um dieses Dossier zu schreiben, die Nina mit verschiedenen Menschen aus Wissenschaft, Gewerkschaften und Feminismus gemacht hat. Genau, und zu guter Letzt Nina Treu. Ihr habt sie gerade schon sprechen hören. Nina ist Mitbegründerin des Konzeptwerk Neue Ökonomie und arbeitet dort seit 2012 zu den Themen Postwachstum, ökologische Transformation. Okay. Jetzt bin ich gerade rausgeflogen. Kannst du das kurz beenden? Ja, ich versuch's. Moment. Wir waren schon fast am Ende. Okay, ich mach's noch kurz fertig. Genau, unsere dritte Rednerin ist Nina Treu. Und sie arbeitet seit 2012 zu den Themen Postwachstum, sozial-ökologische Transformation und Utopie im Konzeptwerk und ist aktuell Teil des Klimateams, in dem sie auch das Dossier zu kollektiver Arbeitszeitverkürzung geschrieben hat, das wir letzte Woche veröffentlicht haben und das sie euch jetzt vorstellen will. Ich übergebe an Nina. Ja, vielen Dank, Mascha. Ich weiß ja, dass ganz viele von euch, die heute hier seid, das Konzept schon gut kennt und auch sehr gut zur Arbeitszeitverkürzung arbeitet. Deswegen ist uns total wichtig zu sagen, dass das, was wir da jetzt euch vorstellen wollen, ein Aufschlag für die Debatte ist. Und weil wir aber von sehr unterschiedlichen Wissensständen hier ausgehen, machen wir sozusagen einen Rundumschlag. Ich würde einmal kurz anfangen, was ist eigentlich das Konzeptwerk? Wahrscheinlich kennt es die meisten. Wir sind ein NGO-Kollektiv in Leipzig und es gibt seit jetzt inzwischen 11 Jahren, wir haben letztes Jahr unser 10-Jähriges gefeiert, dieses schöne Bild anzeigt. Wir sind basisdemokratisch mit 25 Mitarbeitern. Wir leben schon die kurze Vollzeit, also Arbeitszeitverkürzung ist so ein zentrales Thema für uns. Und wir haben eine bedürfnisgerechte Bezahlung. Dieses Projekt, über was es heute gehen wird, ist Teil vom Klimateam. Das ist das Projekt Bausteine für Klimagerechtigkeit. Wir haben im Konzeptwerk 2020 eine Vision für eine gerechte, ökologische und machbare Zukunft geschrieben, das sehr utopisch und visionär ist. Und gleichzeitig haben wir im Klimateam 2021 eine Wahlprogrammanalyse gemacht, wo wir uns damit beschäftigt haben, ob Klimagerechtigkeit eigentlich in den Programmen der Parteien vorkommt. Und ob Klimagerechtigkeit selber ist, natürlich rhetorische Frage, ist es nicht. Die Politik der Parteien reicht aktuell gar nicht aus,
um Klimagerechtigkeit zu erreichen. Und in diesem Spannungsfeld zwischen eigentlich der Utopie, wo wir hinwollen, und der aktuellen Klimapolitik und dem Regierungshandeln, was sehr stark auf ökologische Modernisierung ausgerichtet ist, auf Technik und so ein bisschen Markt, fragen wir uns sozusagen, was sind eigentlich Politiken, revolutionäre Realpolitiken, mit denen wir große Schritte gehen können in Richtung von Klimagerechtigkeit. Und in diesem Zusammenhang haben wir das Projekt Baustein für Klimagerechtigkeit entwickelt. Und neben Arbeitszeitverkürzungen haben wir uns auch schon gewidmet progressiven Energietarifen, Wohnraumsuffizienz, es kommt noch sozialökologische Steuerreform und Landwirtschaft und es gibt auch noch autofreie Innenstädte und in Arbeit ist auch noch was zu Klimaschuld und Reparationen. Das ist natürlich auch ist nicht abschließend. Diese Steine haben wir uns ausgesucht. Es gibt bestimmt ganz viele andere, die man für eine sozialökologische Transformation noch verwenden kann. Genau, da rausgekommen zum Thema Arbeitszeitverkürzung ist dieses Dossier. Wahrscheinlich habt ihr das schon gesehen, wenn ihr jetzt heute hier seid. Die Idee von diesem Dossier ist sozusagen kurz und bündig, einen Aufschlag für eine Debatte zu machen, auch gerne eine Kontroverse anzuregen. Und wir haben das erstellt durch eine Transformationswerkstatt. Das war das, was wir auch schon erwähnt haben, dass da Philipp und Stefanie auch mitgemacht haben. Da waren GewerkschafterInnen, WissenschaftlerInnen und FeministInnen beteiligt. Und das wollen wir jetzt heute mit euch diskutieren. Ja, grob gesagt, wir fordern eine kollektive Arbeitszeitverkürzung auf 28 Stunden innerhalb einer 4-Tage-Woche. Das soll Teil der sozial-ökologischen Transformation sein, also das kann nur mit anderen Maßnahmen zusammen gedacht werden. Wir fordern vollen Lohnausgleich, das hat auch schon viele Kontroversen ausgelöst, ich vermute, das werden wir heute auch noch lang diskutieren, mit Personalausgleich, also nicht mit vollem, aber eben in vielen Bereichen Personalausgleich, und sagen, das ist ein essentieller Beitrag, um Arbeit, Zeit und Einkommen umzuverteilen. Es müsste tariflich erkämpft werden und dann betrieblich umgesetzt werden. Und neben dieser 28-Stunden-Woche, die dann sozusagen die neue Normarbeitszeitwoche wäre, würden wir noch ein Plädoyer dafür machen, dass die Höchstarbeitszeit, die aktuell bei 48 Stunden liegt, der noch immer schon vor über 100 Jahren durch die Revolution erkämpft, auch auf 40 Stunden gesetzt wird. Wir sagen, das ist ein Beitrag zur sozial-ökologischen Transformation, weil ein ganz essentieller Beitrag dieser Transformation ist ja der Rück- und Umbau von Industrien. Das heißt, umweltschädliche und welche mit sozial sehr schlechten Wirkungen Industrien sollen rückgebaut werden oder klimafreundlich umgebaut werden. Und solche Bereiche unserer Wirtschaft, die gerade nicht genügend Raum erfahren, nicht genügend Anerkennung, Geld und dadurch Arbeitskraft haben, die wir aber mehr brauchen, wie Gesundheit, Pflege, Bildung etc., sollte ausgebaut werden. Das heißt, wir müssen Arbeitskraft und Beschäftigung sehr stark verschieben. Und Arbeitszeitverkürzung ist eine Möglichkeit, dass dieser Rückbau zusammen mit den Beschäftigten im Rahmen von der Beschäftigungssicherung und eben auch einer Einkommenssicherung stattfinden kann. Deswegen ganz wichtig, das damit als Teil zu sehen. Es gibt auch insgesamt weniger Ressourcenverbrauch am Arbeitsplatz, weil auch Menschen sagen, weniger dort sind, weniger produzieren, aber auch weniger Arbeitswege haben. Und es gibt die Hoffnung, dass Menschen, wenn sie insgesamt einen entschleunigteren Lebensstil haben, mehr Zeit haben, weniger Ressourcen verbrauchen. Ich bin mir ziemlich sicher, da geht Steffi noch länger drauf ein, da gibt es unterschiedliche Quellen und Studienlagen. Aber insgesamt ist es so, je mehr Menschen die Arbeitszeitverkürzung gemeinsam teilen, umso wahrscheinlicher ist, dass man sich sozialen Aktivitäten hinzuwendet statt Konsumaktivitäten. Zahlreiche Studien sagen natürlich, es gibt mehr Wohlbefinden, bessere Gesundheit, weniger Stress, wir schlafen alle besser, sind erholt und haben deswegen bessere Gesundheit. Ganz essentiell ist natürlich die Umverteilung von Sorgearbeit. Also wenn wir über Lohnarbeit reden, haben wir nur einen Teil der Arbeit im Blick. Wir vergessen auch die Sorgearbeit, die meistens noch von Frauen, Flinter, migrantisierten Personen übernommen wird. Es ist so, dass knapp 50% der Frauen, die beschäftigt sind, arbeiten in Teilzeit, aber nur 12% der Männer. Also die hohe Vollzeitarbeitsquote der Männer bedingt die Teilzeitarbeitsquote der Frauen. Wenn wir da umverteilen in Lohnarbeit, können wir auch die Sorgearbeit besser verteilen. Es gibt Zeit für demokratische Teilhabe, das heißt für diesen wichtigen Umbau, den wir haben werden, haben Leute Zeit, sich zu engagieren. Und es gibt Zeit für Zeitwohlstand, also für mehr souveräne Zeit und ein gutes Leben für alle. Es gibt in dem Dossier auch ein paar Beispiele. Ich gehe da jetzt nicht drauf ein, aber es gibt zahlreiche Praxisbeispiele, aus denen wir was lernen können. Also wie das in Deutschland überhaupt erkämpft wurde im europäischen Raum. Es gibt Vorschläge von den Parteien und es gibt auch ja erprobte kleinere Mittel in Deutschland, wie das Kurzarbeitergeld oder größere Vorschläge, das Transformationskurzarbeitergeld. Wir gehen auf Mythen und Missverständnisse ein. Also was sind eigentlich die Hauptargumente
die oft angeführt wird gegen Arbeitszeitverkürzung. Das erste ist, das hilft ja nur Leuten, die Vollzeit arbeiten. Wir sagen, es ist eine Umverteilung. Das heißt, Leute, die jetzt Teilzeit arbeiten, würden dann mehr verdienen. Das heißt, es ist ein Modell, das der ganzen, allen Beschäftigten gut tut. Dann ist die große Frage von Lohnausgleich. Brauchen Gutverdienerinnen einen Lohnausgleich? Aus gewerkschaftlicher Perspektive ja. Das macht Sinn. Die Spitzeneinkommen sind sowieso Kapitaleinkommen. Die gibt es dann weniger, weil der Gewinn mehr an die ArbeiterInnen verteilt wird. Deswegen innerhalb des Lohnes sagen wir ja, sollte vollen Lohnausgleich geben. Dann, das können wir uns nicht leisten. Ich denke, dazu wird Philipp noch was sagen. Das hat mit Produktivitätszugewinnen zu tun und wie wir die verteilen. Wenn wir die recht verteilen, dann können wir uns das leisten. Dann gibt es den Mythos, dass man genauso produktiv bleiben kann. Also der Output bleibt gleich mit Arbeitszeitverkürzung. Wir sagen, das wird nicht in allen Branchen so gehen. Da kann man vielleicht drauf hoffen, aber nicht in jeder Branche. Also es ändert was an der Produktivität. Dann gibt es dann den beliebten Mythos, das zerstört Jobs. Und wir sagen, naja, die Frage ist halt, welche Jobs haben wir überhaupt? Das hängt zusammen mit dem sozialökonomischen Umbau. Also klar, manche Jobs sollten auch reduziert werden, aber andere sollten aufgebaut werden. Genau, und wenn die Jobs attraktiv sind und mit Familie vereinbar sind und einen guten Löwen führen, dann gehen wir fest davon aus, dass da auch kein Fachkraftmangel herrscht, weil das Teil dieses Umbaus ist. Genau, und dann beschäftigen wir uns auch mit Durchsetzungsperspektiven. Ganz klar zu betonen ist, Arbeitszeit geht um den Zugriff des Kapitals auf die Arbeit. Das heißt, es ist eine Machtfrage. Arbeitszeit war schon immer eine Verteilungsfrage und ein zentraler Konfliktpunkt im Kapitalismus. Also natürlich geht es da nicht nur einfach um ökonomische Fragen, sondern um Macht. Es ist ganz stark verwebt mit Herrschaftsverhältnissen. Also müssen wir es zusammendenken mit anderen Diskriminierungsformen jenseits von Klasse. Wir sagen, die Mehrheit der Menschen würde davon profitieren, aber die Minderheit hat die Macht. Deswegen ist es auf jeden Fall ein total harter Kampf und nichts, was man mal kurz erreicht. Und wir bräuchten dafür eine breite Allianz aus Umweltbewegung, Feministinnen und Gewerkschaften. Deswegen ist es umso schade, kann man das sagen, deswegen finde ich es besonders schade, dass wir sozusagen jetzt heute niemanden da haben von der IG Metall und dem B&D. Die sind aber total willens, das weiterzuführen, weil das so kurzfristige Absagen, dass es nicht so einfach war, noch zu finden. Das als Kurzschritt, was wir wollten. Vielen Dank. Danke, Nina, für diesen schönen Einblick in das Dossier, das wirklich sehr empfehlenswert ist für einen vertiefenden Einstieg in das Thema. Als nächstes, Stefanie, magst du uns von deiner Forschung erzählen? Ja, genau. Ja, vielen Dank auch für die Einladung und dieses Dossier, das ich sehr gelungen finde. Jetzt mal meine Präsentation. Könnt ihr das sehen? Ja, wunderbar. Super. Okay, ja, ich habe den Auftrag bekommen, so den aktuellen Forschungsstand. Also generell, ich werde jetzt nicht meinen Forschungsstand präsentieren, sondern allgemein den Forschungsstand in der Literatur. Und die Experimente und Modelle, die es gibt, das reicht viel für 8 Minuten. Ich hoffe, ich kann da trotzdem einen Überblick verschaffen. Genau. Nina hat schon einige Aspekte genannt. Und zwar ist ja Arbeitszeitverkürzung so mit verschiedenen Versprechen verbunden. Einerseits mehr Gesundheit, Wohlbefinden und weniger Stress. Dann auch, dass Beschäftigung gesichert werden kann und die Arbeitslosigkeit gesenkt werden kann. Dass es eben zu einer gerechteren Aufteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen Männern und Frauen kommt. Und dass sich Arbeitszeitverkürzung eben möglicherweise auch positiv auf die Umwelt auswirken kann. Was die Forschungslage betrifft, würde ich das so einschätzen. Und zwar sind nur die Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden, die sind recht eindeutig. Also mit steigender Arbeitszeit steigt auch die Gesundheitsbelastung. Und dementsprechend berichten Menschen, die ihre Arbeitszeit verkürzt haben, von einem steigenden Wohlbefinden und weniger Stress. Bei den anderen Aspekten ist es so ein bisschen, würde ich sagen, es hängt davon ab. Und es hängt sehr stark davon ab, wie eben Arbeitszeit verkürzt wird. Also welches Modell, und da gibt es eben sehr viele mögliche Drehschrauben, wie man das umsetzen kann. Und dementsprechend hängt dann auch die Auswirkung ab. Und ich möchte jetzt besonders auf den letzten Aspekt eingehen, also die möglichen positiven ökologischen Auswirkungen.
Und da gibt es verschiedene Mechanismen, und zwar wie eine Arbeitszeitverkürzung zu einer ökologischen Entlastung beitragen kann. Zunächst auf gesamtwirtschaftlicher Ebene gehen eben längere Arbeitszeiten mit einem höheren Umweltverbrauch einher. Und dieser Zusammenhang erklärt sich dadurch, dass ein höheres Arbeitsvolumen makroökonomisch mit mehr Produktion und Einkommen verbunden ist, was wiederum eine höhere Umweltbelastung bedeutet. Und hier gibt es eben mehrere Studien, die, also makroökonomische Studien, die Länder vergleichen oder Regionen vergleichen, die eben diesen Effekt nachweisen. Und dann gibt es zusätzlich noch das Argument, dass eine Arbeitszeitverkürzung eben eine wichtige Maßnahme ist, um den Wachstumsdruck zu vermindern, weil ja bei steigender Arbeitsproduktivität Wirtschaftswachstum notwendig ist, um eine Zunahme der Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Und alternativ könnte eben die Arbeitszeit verkürzt werden, um die Beschäftigung konstant zu halten. Dazu gibt es auch Simulationsstudien, die das zeigen, dass bei geringem oder negativem Wirtschaftswachstum Beschäftigung konstant gehalten werden kann und gleichzeitig die Umweltwirkung sinkt. Ja. Dann auf individueller Ebene, da gibt es eben zwei Mechanismen, wie eine Arbeitszeitverkürzung zu einer Umweltentlastung führen kann. Einerseits über verringertes Einkommen, wenn eine Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich passiert. Und andererseits über den Zeiteffekt, also dass Menschen mehr Zeit haben, um umweltschonenden Tätigkeiten nachzugehen. Das ist eben die Frage dann, wie auch Menschen diese zusätzliche Zeit verwenden. Hier zeigen Studien, dass dieser Einkommenseffekt deutlich stärker ist, während die Studienlage, was den Zeiteffekt betrifft, eben nicht eindeutig ist, weil das eben davon abhängt, wie Menschen diese zusätzliche Zeit verwenden, ob sie damit einen Kurztrip per Flugzeug unternehmen oder ob sie das wirklich für nachhaltige Lebensweisen wie Dinge reparieren oder mehr mit der Bahn fahren verwenden. Und dann kommt auch noch dazu, das auch oft genanntes Argument, zum Beispiel bei einer 4-Tage-Woche, dass weniger Pendelverkehr entsteht und dadurch eine ökologische Entlastung. Gut. Neben dieser Konsumseite gibt es natürlich auch die Produktionsseite. Das heißt, hier sind zum Beispiel Energieeinsparungen zu erwarten durch kürzere Öffnungs- oder Betriebszeiten. Wenn zum Beispiel ein Betrieb von einer 5- auf eine 4-Tage-Woche wechselt und eben ein Tag einfach der Betrieb oder das Büro geschlossen ist. Aber eben auch, Nina hat es auch schon erwähnt, wir müssen ja bestimmte Bereiche, sehr energieintensive, umweltbelastende Bereiche zurückbauen. Da kann eben eine Arbeitszeitverkürzung das auch abfedern. Genau. Insgesamt sind die größten Umwelteffekte einer Arbeitszeitverkürzung zu erwarten, wenn eben einerseits das gesamtwirtschaftlich das Arbeits- bzw. Produktionsvolumen sinkt und wenn eine Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich passiert. Das ist für untere Einkommensgruppen natürlich nicht vertretbar, weshalb hier eine mögliche Lösung, ein gestaffelter Lohnausgleich nach Einkommenshöhe möglich wäre. Ich werde nun so ein paar Projekte oder Pilotprojekte und Experimente und Modelle vorstellen, die in den letzten Jahren entstanden sind, um so ein bisschen Einblick zu geben. Wie auch, also diese Pilotprojekte werden auch im Dossier genannt. Es gibt zum Beispiel in UK letztes Jahr, das war, glaube ich, das größte Pilotprojekt, da haben 3.300 Beschäftigte daran teilgenommen und 70 Unternehmen. Die haben eine 4-Tage-Woche eingeführt. Und genau, das sind alles Projekte eben auf Firmenebene mit vollem Lohnausgleich. Das heißt, die Erwartung war hier, dass wirklich die Produktivität auch steigt und die Beschäftigten in derselben in kürzerer Zeit dasselbe auch leisten können. Und in Island gab es auch vor ein paar Jahren eine groß angelegte, ja, groß angelegtes Pilotprojekt. Bei dem haben 1% der arbeitenden Bevölkerung teilgenommen. Und das Ergebnis ist jetzt, also es hat sehr gut funktioniert, das Ergebnis ist jetzt, dass 86% der arbeitenden Bevölkerung nun kürzere Arbeitszeiten haben oder das Recht darauf haben.
Was auch so in den letzten Jahren ein bisschen ein Trend war, in Tarifverträgen, sogenannte Wahlmodelle, das heißt, dass Beschäftigte sich entscheiden konnten, ob sie mehr Geld oder mehr Zeit wollen, also ob sie eine tarifvertragliche Lohnerhöhung wollen oder stattdessen mehr Zeitguthaben. Das gab es zum Beispiel 2013 mit der Freizeitoption in Österreich in der Elektro- und Elektronikbranche. Das wurde dann auch auf andere Branchen ausgeweitet, allerdings nur Hochlohnbranchen, weil das ja auch eine Arbeitszeitverkürzung ist ohne Lohnausgleich. Da gab es 2016 ein ähnliches Modell bei der EVG und 2018 bei der Deutschen Post. Und auch der Tarifvertrag der IG Metall sah 2018 die Möglichkeit vor, dass ein tarifliches Zusatzentgelt in eine Freistellungszeit umgewandelt werden konnte für manche Beschäftigungsgruppen. Genau. Ich weiß nicht, wie viel Zeit habe ich denn noch, Anmascha? Du kannst gern zum Schluss kommen jetzt. Okay, gut. Dann komme ich noch zu, das ist eigentlich die letzte Folie. Das sind so Möglichkeiten, wie durch eine staatliche Subventionierung Arbeitszeitverkürzung gefördert werden kann. Einerseits gibt es ja Kurzarbeitsmodelle, wie jetzt auch in der Corona-Pandemie, sehr stark genutzt, in Deutschland, aber auch in anderen Ländern. Die dienen eben temporär zur Beschäftigungssicherung. Dann gibt es in Österreich auch ein sehr spannendes Modell, das Solidaritätsprämienmodell. Gibt es auch staatliche Förderungen und dieses Modell ist eben an die Bedingung gekoppelt, dass eine zuvor arbeitslos gemeldete Person eingestellt wird. Das heißt, von so einem Modell ist eine sehr hohe Beschäftigungswirkung auch anzunehmen, weil eben diese Förderungen daran gekoppelt sind. Und es gibt aber auch staatliche Förderungen bei solchen Pilotprojekten. Also erst Ende 2022 hat Spanien ein Pilotprojekt gestartet, wo eben 10 Millionen Euro Förderung vom Staat bereitgestellt werden, wenn Firmen mindestens eine Arbeitszeitverkürzung von 10% vornehmen. Genau. Dann vielen Dank und ich freue mich auf die Diskussion. Danke, Stefanie, für diesen interessanten Einblick. Dann machen wir weiter mit Philipp. Ja, danke schön. Jetzt kommt natürlich gleich die technische Herausforderung erstmal. Aber die wird zu bewältigen sein. So, jetzt müsstet ihr die Präsentation sehen. Ja, okay, klasse. Also im Umkehrschluss sehe ich euch entsprechend nicht mehr, aber so ist das halt. Genau, also ich muss ein bisschen improvisieren. Ich habe jetzt die Präsentation irgendwie in der letzten Stunde zusammengeworfen. Ich habe mir zwei Aufgaben vorgenommen, nämlich einerseits nicht so schnell zu sprechen, genau, einerseits einen kleinen Blick zurückzuwerfen. Wie haben sich historisch die Arbeitszeiten bisher entwickelt? Dann die Frage zu beantworten, zumindest ansatzweise, wie das Potenzial für weitere Arbeitszeitverkürzungen der Zeit ist. Und dann kann ich natürlich Sophie Jeneke nicht ersetzen, aber ich werde schon noch versuchen, so ein bisschen was dazu zu sagen, was so im gewerkschaftlichen Feld gerade läuft. Auch Stefanie hat es ja auch gerade schon kurz angesprochen, aber dann noch ein bisschen was on top sozusagen. Genau, also die erste Folie. Was sieht man hier? Das ist die historische Entwicklung der Vollzeitwoche in der Bundesrepublik. Man sieht zum Anfang, fällt sie relativ dynamisch. Also erst kommt die Einführung der Fünf-Tage-Woche. Da war der Slogan, samstags gehört Fatih mir. Und dann in den 1980er Jahren kam die 35-Stunden-Woche im Metallbereich. Und dann sieht man aber allerdings, dass mit der Wiedervereinigung es erstmal real sogar zu einem Anstieg der Arbeitszeit kommt. Und dann zu einer jahrzehntelangen Stagnation der üblichen Vollzeitwoche bei so um die 38 Stunden. Und hätten wir jetzt den Trend fortgesetzt, den wir eigentlich hatten bis zur Wiedervereinigung in der Bundesrepublik, das sieht man in Orange, dann wären wir jetzt bei einer 32-Stunden-Woche und müssten nicht groß über eine 4-Tage-Woche diskutieren, ja, weil wir sie eben schon hätten. Und was vielleicht auch oft vergessen wird in der öffentlichen Debatte, die Vollzeitwoche liegt zwar seit Jahrzehnten eben bei einer 38-Stunden-Woche ungefähr, aber die reale durchschnittliche Arbeitswoche liegt bei um die 30 Stunden. Nina hatte ja schon erwähnt, wie hoch die Teilzeitquote teilweise ist, insbesondere unter weiblichen Beschäftigten und so weiter. Also real ist der Durchschnitt schon eine 30-Stunden-Woche.
Jetzt natürlich die Frage, wie ließe sich das refinanzieren? Eine Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich. Ich würde sagen, also erstmal die technologische Grundlage ist da, die volkswirtschaftliche damit auch. Ähnlich wie bei den Arbeitszeiten, wo es ja zu einer Stagnation dann kam, sehen wir ein ähnliches Bild, bietet sich uns bei der historischen Entwicklung von Produktivität und Reallöhnen. Also bis 1980 könnte man ein bisschen vereinfachend sagen, war alles gut. Da bewegt sich das so ungefähr deckungsgleich. Ja. Und also vieles war schlecht, ne? Also keine Frage, ne? Aber in der Hinsicht war es okay. Ja. Und in den 1980er Jahren kommt es dann zu der Entkopplung von Reallohn und Produktivitätsentwicklung. Dann steigt es wieder ein bisschen dynamischer und dann ab Mitte der 1990er Jahre bis Mitte der 2010er Jahre kommt ein richtiger Kahlschlag auf dem Gebiet der Reallohnentwicklung, ja, unter anderem wegen Hartz IV und so weiter. Ja. Insgesamt kann man festhalten, ist die Produktivität eigentlich um mehr als 20% mehr gestiegen als die Reallöhne. Ja. Also mit anderen Worten, hätten die Beschäftigten proportional von den Produktivitätsfortschritten der letzten Dekaden profitiert, dann hätten wir jetzt so solche Stundenlöhne, dass wir im Prinzip auch eine Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich haben können. Und tatsächlich ist es jetzt auch nicht so eine marginale Forschungsmeinung oder so. Also mittlerweile ist es auch soweit, dass Institutionen wie die ILO oder die OECD, also große internationale Organisationen, auch sagen, ein zentraler Treiber für die soziale Ungleichheit in den letzten Jahren oder die zunehmende Ungleichheit war, dass die Produktivitätsgewinne ungleich verteilt wurden. Ja, und jetzt kann man sich fragen, okay, also eigentlich war der Trend immer in Richtung kürzere Arbeitszeiten, die Reallöhne sind eh viel zu niedrig, warum haben wir also die Vier-Tage-Woche noch nicht? Also man könnte ja die Fragerichtung mal umdrehen, ja. Und gerade ist man ja in der etwas verrückten Situation, dass die größte Bewegung bei Arbeitszeitverkürzungen international betrachtet, zumindest in Unternehmen liegen, die es einfach freiwillig einführen. Ja. Dann gibt es so gewisse Stellschrauben, die man drehen kann auf gesetzlicher Ebene, also zum Beispiel die Höchstarbeitszeit, die Forderung von maximal 40 Stunden wurde ja schon aufgegriffen. Ja. Und dann gibt es eben Subventionsmodelle staatlicherseits, wo der Staat auch quasi die Rahmenbedingungen verbessern kann für Arbeitszeitverkürzungen. Aber allgemein muss man sagen, die zentrale Stellschraube für Arbeitszeitverkürzungen im deutschen System industrieller Beziehungen ist die Tarifpolitik. Also kollektive Arbeitszeitverkürzungen werden über Arbeitskämpfe errungen und dann in Tarifverträgen festgehalten. Klingt ein bisschen trocken, aber man könnte so schlussfolgern, ohne gewerkschaftliche Organisierung wird es nichts. Ja, und was ist so der Stand bei den Gewerkschaften? Hier kann ich ein bisschen abkürzen, netterweise. Es gibt jetzt immer mehr diese Wahloptionen, also zum Beispiel Entgeltzuwachs kann umgewandelt werden in Arbeitszeitverkürzung im Sinne von freien Tagen. Und das ist tatsächlich, also Thorsten Schulten redet von einer Renaissance der tariflichen Arbeitszeitpolitik. Also das ist tatsächlich ein Fortschritt. Ja. Eigentlich ging es seit Jahrzehnten nichts mehr voran. Ja. Und jetzt haben wir diese Wahloption und zwar tatsächlich relativ breit. Also das ist jetzt von 2020, eine Grafik eben von Thorsten Schulten. Man hat gesehen, die EVG hat angefangen im Bereich der Deutschen Bahn, dann hat die IG Metall nachgezogen und was jetzt hier zum Beispiel noch gar nicht drin ist, ist, dass der letzte Abschluss im Bereich Sozial- und Erziehungswesen von der GEW und Verdi auch vorgesehen hat, dass es eben zwei zusätzliche Erholungstage gibt für alle und man dann nochmal zwei zusätzliche Tage bekommen kann über Entgeltumwandlung, also dass man quasi auf Lohnerhöhung verzichtet. Ich will jetzt keine große Kritik machen, auch wegen der Zeit, aber natürlich ist es so, Steffi hat das auch schon gesagt, man muss sich natürlich leisten können, ne? Und niemand wird wahrscheinlich, wenn man 8 Erzieherinnen im Kindergarten hat, weil die jetzt 2 Tage mehr frei haben im Jahr, für 16 zusätzliche Arbeitstage eine zusätzliche Person einstellen. Also das sind Arbeitszeitverkürzungen, die einerseits so sehr individuell sind, ja, und wir bräuchten vielleicht eher Kollektive, würde ich sagen, und auf der anderen Seite, die wahrscheinlich ohne Personalausgleich stattfinden werden. Aber gut, immerhin bewegt sich was. Ja. Es bewegt sich auch was auf einem anderen Gebiet, nämlich die Stagnation in der Arbeitszeitentwicklung trat eigentlich erst ein, als der Kampf um die Angleichung von Ost und West im Metallbereich gescheitert ist. Also da ging es darum, dass die 35 Stunden auch im Osten eingeführt werden sollte. Das ist nicht gelungen und seitdem war einfach aus dem Thema die Luft raus. Und da, insofern ist es schön zu sehen, dass es jetzt tatsächlich zunehmend zu einer Ost-West-Angleichung kommt in diesem Bereich, auf betrieblicher Ebene. Dann wollte Verdi, was ja so die zweite große deutsche Gewerkschaft ist, eine Arbeitszeitrunde machen im öffentlichen Dienst, also was ja Millionen von Beschäftigten sind. Das war allerdings das Vorhaben vor Corona. Dann kam Corona und seitdem befinden sich alle im Krisenmanagement und es sind halt widrige Bedingungen. Das versteht man auch irgendwie. Und ein weiteres Thema, wo, glaube ich, in der gewerkschaftlichen Debatte um Arbeitszeitverkürzung relativ viel
irgendwie Musik drin war in den letzten Jahren, war das Thema Transformationskurzarbeitsgeld. Steffi hat ja schon erwähnt, Kurzarbeit ist total gut in Krisen, um quasi Arbeitszeitverkürzung temporär zu nutzen, um so übergangsweise eine Krise abzufedern. Und da wäre die Idee, wir haben eher eine strukturelle Krise, nämlich wir müssen einen industriellen Strukturwandel gestalten. Und könnte man das nicht so ein bisschen auf Dauer stellen, die Leute zum Beispiel in eine 3- oder 4-Tage-Woche schicken und dann können sie sich qualifizieren in den 1-2 freien Tagen, die sie haben. Also das wäre so eine staatlich oder durch die Sozialkassen, wenn man genau ist, subventionierte Form von Arbeitszeitverkürzung. Und ich glaube, was... Philipp, ja. Du hast noch 2 Minuten, aber du darfst trotzdem gerne nicht so schnell reden. Ist okay. Echt? Das ja. Ist schon wieder schnell. Okay, ich habe auch gar nicht viel vor mir, dann kann ich jetzt ganz lang reden. Genau, sorry. Ja. Also ich glaube, der Knackpunkt ist dann auch tatsächlich, also wir hatten es jetzt von Verdi, hat die Arbeitszeitrunde, die sie machen wollten, dann doch nicht machen können. Transformationskurzarbeitsgeld wird diskutiert in der IG Metall, aber es ist nicht ganz klar, wie es da jetzt weiter vorangeht. Und ich glaube, der zentrale Knackpunkt gewerkschaftlicher Arbeitszeitdebatten der Zeit wird sein, wie es gelingen wird, die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung vor dem Hintergrund von Pandemie, von Energiekrise, von der möglichen Rezession zu positionieren. Und da gibt es sicherlich 2 Lager. Also relativ häufig hört man dann, Leute, jetzt geht uns doch mal weg mit solchen schönen Vorstellungen wie Arbeitszeitverkürzung. Jetzt geht es erstmal um Lohn und Brot. Ne? Und also bei 8% Inflation oder so, da wollen die Leute halt einen Inflationsausgleich möglichst gut und nicht weniger arbeiten irgendwie. Ja, das wäre die eine Herangehensweise, dass quasi die Inflation ein Grund gegen Arbeitszeitverkürzung wäre. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch sagen, eben sowas wie temporäre Arbeitszeitverkürzungen wie Kurzarbeit und so weiter könnten eben auch dazu dienen, eine Energiekrise zu managen. Also historisch gibt es da auch für Beispiele, zum Beispiel die Kohlekrise in Großbritannien, wo dann einfach angeordnet wurde, energieintensive Industrie nur noch 3 Tage die Woche. Punkt. Ja, das wäre so ein klassischer Fall für Kurzarbeit in Deutschland heute. Ja. Und es gibt ja das historische Argument immer wieder, Arbeitszeitverkürzungen können helfen, Arbeitslosigkeit zu verhindern. Also gerade in der Rezession, ne, bevor jetzt Leute arbeitslos werden, gibt es ja auch den historischen Fall von Volkswagen zum Beispiel. Die hatten einen Einbruch in der Nachfrage sozusagen. Und dann haben sie gesagt, okay, bevor wir massiv Leute entlassen, machen wir halt eine 28,8-Stunden-Woche. Also vor diesem Hintergrund kann man eigentlich auch in der Rezession sagen, jetzt ist erst recht die Zeit für Arbeitszeitverkürzung. Und als letztes muss man, glaube ich, schon auch sagen, dass im Vergleich zu, sagen wir mal, Mitte der 2000er Jahre oder so, die Marktmacht der Beschäftigten deutlich höher scheint. Also alle reden von Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel und so weiter. Und es wäre eigentlich schade, wenn man jetzt so eine Chance vergeben würde, die Marktmacht der Beschäftigten auch umzumünzen in bessere Arbeitsbedingungen. Und das heißt aus meiner Sicht ganz, ganz zentral eben Arbeitszeitverkürzung. Genau, das wär's. Danke, Philipp. Das war auch ein ganz schneller und informativer Ritt für deine Arbeit. Herzlichen Dank dafür. Wir haben jetzt diese 3 Ansätze gehört von Nina aus ihrem Dossier, von Stefanie Gerold einen wissenschaftlichen Abriss und für Philipp Frey die Perspektive, die gewerkschaftliche Perspektive. Und ich würde euch alle 3 jetzt nochmal gerne fragen, wo seht ihr denn Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen euren 3 Ansätzen? Und ich würde die Reihenfolge erstmal beibehalten und in der nächsten Runde dann die Reihenfolge ändern, von hinten nach vorne. Nina, wo siehst du Gemeinsamkeiten und Unterschiede? Ja, also das ist deswegen auch eine spannende Frage, weil das war ja eine sehr große Herausforderung für das Dossier, also was zu schreiben, was aus einer ökologischen Perspektive Sinn macht, aber trotzdem aus gewerkschaftlicher Perspektive auch annehmbar ist. Und gerade, wie Philipp auch gesagt hat, ist das Thema halt eh schon so groß, dass viel gesagt wird, es ist so ein bisschen utopisch. Und ich glaube, deswegen haben wir versucht, da möglichst breite Perspektive aufzumachen. Ich teile voll den Ansatz von Stefanie zu sagen, es kommt stark darauf an, wie die Leute ihr Geld einsetzen. Und natürlich ist es so, wenn die oberen Einkommen das eh nicht für die notwendigen Bedürfnisse einsetzen, sondern für Luxuskonsum oder Konsum sozusagen, der über die Bedürfnisse hinausgeht, und das ermöglichen wir weiter, dann ist das aus einer Degrowth-Perspektive oder Postwachstumsperspektive nicht so sinnvoll. Und gleichzeitig haben wir darüber in der Transformationswerkstatt sehr viel darüber diskutiert und haben gesagt, also wir wollen ja möglichst viele Leute mitnehmen, und gerade gut bezahlte Menschen sind halt auch MeinungsmacherInnen in der Gesellschaft. Und deswegen ist es wichtig zu sagen, eigentlich wollen wir gar nicht, dass ihr weniger habt, sondern wir wollen vor allem, dass wir die Arbeit gerechter verteilen.
Und Stefan Kohl, der damals mitgemacht hat, den kennen bestimmt sehr viele im Raum hier, ist eine Arbeitszeitverkürzungsikone. Der meinte so, naja, aus gewerkschaftlicher Perspektive ist es ja völliger Quatsch, jetzt keinen vollen Lohnausgleich zu fordern. Und das ist für mich noch ein ganz großer Punkt da drin. Ne? Also sagt man aus ökologischer Perspektive gleich, das finden wir nicht haltbar. Wir müssen sozusagen über den Durchschnittseinkommen oder über 80% nicht mehr Lohnausgleichen. Wo wir sagen, naja, fordern tun wir es auf jeden Fall. Und was, wo wir rauskommen in der realpolitischen Situation, ist nochmal eine andere Frage. Das wird nochmal meinen, so Gemeinsamkeiten unterschieden. Okay, danke, Nina. Genau, 2 Minuten, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Stefanie, vielleicht magst du auch nochmal in 2 Minuten kurz umreißen, wo du Gemeinsamkeiten und Unterschiede siehst. Ja, also ich stimme natürlich jetzt auf die Folie bezogen, die auch Philipp gezeigt hat, die Grafik, ja, wie die Lohneinkommen und die Produktivität, wie die auseinandergegangen sind, das sehe ich auf jeden Fall. Da stimme ich auch zu, dass das, die Frage ist halt so ein bisschen, wie man das jetzt rückwirkend wieder quasi auf dieses Niveau bringt, ja, weil man kann natürlich, weil Lohnverhandlungen, die passieren halt jährlich auf Basis der Produktivitätsentwicklungen und Inflation natürlich auch. Und das stelle ich mir so praktisch ein bisschen schwierig vor, jetzt einfach zu sagen, ja, aber schaut mal die letzten, ich weiß nicht, 10, 20 Jahre hat sich das so auseinander, ja, also das jetzt so wieder einzufangen. Dann, was so den Punkt betrifft, auch möglichst viele mitzunehmen. Also ich sehe da, also ich würde ja eher so die Meinung vertreten, dass so ein gestaffelter Lohnausgleich sinnvoll ist, wo eben untere Einkommen vollen Lohnausgleich bekommen, mittlere Einkommen teilweise und höhere Einkommen eben, also die höchsten 10%, keinen Lohnausgleich bekommen. Und vielleicht, was dieses Argument betrifft, ja, wir müssen möglichst viele mitnehmen. Wir müssen halt auch die Arbeitgeberseite mitnehmen. Die muss da auch irgendwie, ja, also, und ich glaube, dass die eher dem, also Arbeitgeberseite ist generell sehr kritisch gegenüber Arbeitszeitverkürzungen, die pochen da immer auf den Fachkräftemangel und so weiter. Ich stimme auch zu, dass das eine Machtfrage ist primär, aber trotzdem ist die Arbeitgeberseite leichter zu überzeugen, denke ich, wenn wir sagen, ja, okay, ihr müsst das jetzt nicht alles bezahlen und wir teilen so ein bisschen die Kosten auf. Genau. Ja, danke für diesen Hinweis. Dazu gibt es bestimmt auch noch Diskussionen, wie weit man Arbeitgeber mitnehmen muss. Philipp, magst du auch noch einmal eine Antwort zu der Frage geben, wo siehst du Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den verschiedenen Ansätzen? Ebenfalls 2 Minuten. Ja, gerne. Ich versuche es auch, da drin zu bleiben. Ich glaube, auf die Sachen mit der Arbeitgeberseite darüber müsste man ausführlicher diskutieren. Ich glaube, diese Frage mit, kann man das alles nochmal einholen? Also das ist furchtbar schwierig, so eine Schere, die jahrzehntelang aufgeklafft ist, wieder zuzumachen. Aber auf der anderen Seite, Arbeitszeitverkürzungen sind ja auch immer so ein großer Konflikt. Ne? Da wird 7 Wochen lang gestreikt. Es gibt eine massive gesellschaftliche Mobilisierung und so. Und wenn man das Rad in der Hinsicht zurückdrehen kann, wann, wenn nicht dann sozusagen. Ne? Also, aber genau, ist natürlich eine große Herausforderung. Dann zu der Frage des Konsums der Reichen. Also da bin ich eigentlich eh völlig d'accord, ne? Dass es dann Überkonsum gibt und so weiter. Aber ich würde denken, vielleicht ist es dann effizienter, über Rahmenbedingungen zu sprechen. Also sowas wie, warum ist nach Lissabon fliegen mit Ryanair so viel günstiger als mit der Bahn nach Berlin, solche Dinge, ja, und man kann ja auch einfach das hohe, die höheren Einkommen höher besteuern oder so, und dann hat man wieder auch mehr Geld in der Tasche als Staat, um einen Strukturwandel irgendwie zu fördern und so, also deswegen würde ich, glaube ich, eher sagen, Lohnausgleich, und dann nimmt man sie halt, also linke Tasche, rechte Tasche, dann nimmt man sie halt danach weg, sozusagen, ja, und ansonsten zu den Unterschieden, und in 50 Sekunden kriege ich das gut hin, also ich glaube, die Hauptherausforderung, die ich eigentlich sehe, ist, man hat eine Forderung, die ist extrem bündnisfähig aus meiner Sicht. Und auf der anderen Seite ist es schon so, dass es relevante Differenzen gibt. Zum Beispiel ist es viel einfacher, Verteilungskämpfe zu führen, wenn der Kuchen dabei wächst. Also das war ja auch historisch immer die Situation, wo umverteilt wurde, im Fordismus zum Beispiel und so. Und da ist es dann vielleicht nicht so attraktiv für Gewerkschaften zu sagen, ja, wir wollen jetzt in Verteilungskämpfe gehen und dann noch unter der Bedingung, dass der Kuchen dabei kleiner wird währenddessen sozusagen. Also das ist, glaube ich, einfach ein strategisches Problem, wo die so ihre, genau, was eine Herausforderung sein könnte. Wobei man sagen könnte, gerade beim kleiner werdenden Kuchen sind ja Arbeitszeitverkürzungen umso wichtiger, weil wo soll die Produktivität sonst hinfließen? Das hatte Steffi ja auch erwähnt, genau. Also deswegen glaube
glaube ich, halt ein Degrowth und so weiter. Ich weiß nicht, ob man da viele Blumentöpfe gewinnt mit Just Transition, einem Green New Deal und so weiter, wahrscheinlich eher. Genau, aber das können wir auch noch mal ein bisschen diskutieren. Die 2 Minuten sind um. Super, danke, Philipp. Genau, du darfst ja auch gerne gleich weitermachen, weil ich dachte, es ist nicht fair, wenn wir immer die gleiche Reihenfolge haben. Genau, und das passt eigentlich auch schon zu dem, was du zuletzt gesagt hast. Was glaubst du denn, wo liegen die politischen Herausforderungen in der Umsetzung? Also es habe ich jetzt ein bisschen gestriffen, aber genau, also sind es die 7 Stunden, die 7 Wochen Streik oder genau, wo liegen gerade die Herausforderungen zu der Umsetzung der Arbeitszeit? Verkürzung, weil ich kann mir vorstellen, hier stehen viele Fans und wir haben viele gute Argumente dafür gehört, aber genau, woran hapert es? Genau, also ich glaube, man kann sich jeden Versuch von Arbeitszeitverkürzung vornehmen und dann sieht man immer wieder dieselben Argumente, die dagegen vorgebracht werden. Und das heißt aber nicht, dass die nicht mit großem Werf vorgebracht werden. Also da gibt es auch so lustige Memes, wo dann die Argumente aus dem 19. Jahrhundert bis jetzt quasi nebeneinander gestellt wird. Das wird so das Ende der Wirtschaft und so weiter. Also es wird einfach massive Gegenmobilisierung geben, wenn man sowas versucht. Und dazu kommt leider auch noch, dass der Organisationsgrad der Gewerkschaften viel niedriger ist. Also der Machthebel ist einfach kleiner, ja, den wir derzeit haben. Und auf der anderen Seite kommt man aber auf der Habenseite eben diese größere Marktmacht der Beschäftigten verbuchen. Ja. Und ich glaube, was man auch auf der Habenseite verbuchen kann, ist eben die ökologische Krise, ja, die, glaube ich, neue Antworten notwendig macht. Und ich glaube, da ist halt eben Arbeitszeitverkürzung was Interessantes, was eben zusammenführt. Aber ich glaube, das größte Problem ist tatsächlich, dass die relative Schwäche der Gewerkschaften entweder wieder gut gemacht werden muss durch massiven Organisations irgendwie Anstrengungen oder aber, dass halt noch viel stärker mit der Zivilgesellschaft zusammengehen muss, also zum Beispiel Umweltverbänden und so weiter, um da einen anderen Machthebel zu bekommen. Ja, ja, Herausforderungen, die auch Möglichkeiten sein können. Stefanie, wo siehst du die politischen Herausforderungen in der Umsetzung? Ja, also zunächst, ich stimme dem zu, was Philipp gemeint hat, was ich noch ergänzen würde. Was wir noch auf der Habenseite haben, ist so ein bisschen das, was während Corona passiert ist, diese Erfahrung auch und dass viele Menschen einfach begonnen haben, so ein bisschen ihr Alltagsleben, aber ihr Arbeitsleben zu hinterfragen und auch teilweise so eine gewisse Entschleunigung erlebt haben. Ich glaube, dass das viele auch zum Umdenken auch angeregt hat und auch so den Wertewandel, den man sieht in der jüngeren Generation. Was ich sonst noch als Herausforderung sehe, neben dem, was Philipp schon genannt hat, ist so ein bisschen das, was mit Arbeit verbunden ist in unserer Gesellschaft, also der hohe Status, den Arbeit einfach hat und produktiv sein und tätig sein und dass viel Arbeiten im Stress sein, dass es eben so ein bisschen so ein Badge of Honor ist, also genau, also alles, was mit dieser Arbeitsethik auch verbunden ist. Und dass das auch schwierig macht für Leute dann zu sagen, nee, ich setze jetzt meinen Fokus anders, ich reduziere, ich gehe weg auch von dieser Vollzeitnorm. Ja. Also diese Vollzeit ist ja auch eine gewisse, das ist ja nichts, was nur irgendwie so gesetzlich oder tarifvertraglich festgelegt ist, das ist ja auch eine starke kulturelle Norm, an der wir uns orientieren und dies gilt aufzubrechen. Und ich glaube, deswegen ist auch so wichtig, dass wir Richtung kollektive Arbeitszeitverkürzung gehen, dass wirklich diese Vollzeit, das, was als Vollzeit gilt, reduziert wird. Ja, danke, Stefanie. Zu guter Letzt, Nina. Ja, ich stimme euch da auch zu und möchte ergänzend noch sagen, dass wir in der Werkstatt und für das Dossier auch über das Spektrum der Verbündeten gesprochen haben. Also wer ist eigentlich schon aktiv für eine Arbeitszeitverkürzung, wer vielleicht passiv, wo sind Neutrale, wo sind die passiven, aktiven Gegner? Und was ich da nochmal spannend fand, war, dass halt auch Verbündete sein können, Menschen, die sich jetzt schon engagieren wollen und dafür zu wenig Zeit haben und Menschen, die dieses Engagement brauchen. Also zum Beispiel Sportvereine, dass man halt Leute braucht, die TrainerInnen sind, Kinder betreuen etc., also sozusagen in so einem Freizeitengagement. Und natürlich auch aus einer feministischen Perspektive da total viel Potenzial drin steckt. Und ich glaube, wenn wir dann Arbeitszeitverkürzung eben nicht als was denken, was irgendwie die Metallgewerkschaften alleine erkämpfen, sondern als ein gesamtgesellschaftliches Projekt, in dem wir alle profitieren können, kann man damit, glaube ich, total gute neue Bündnisse stricken. Es ist halt total herausfordernd, auch wie Philipp gerade gesagt hat. Also die Menschen, die zu viel Care-Arbeit machen, die haben ja keine Zeit, sich zu organisieren. Also
Genau, wir haben uns überlegt, wann könnte man dieses Podium machen, damit Menschen, die sich um Kinder kümmern können müssen, da müssen wir vielleicht um 8 anfangen, aber es ist auch nicht so wahrscheinlich, dass jetzt alle da sind. Also überhaupt seine Zeit zu finden, sich zu engagieren, ist ja total schwierig. Und aber auch wichtig eben zu sehen, das sind traditionell ist das durch Arbeitskämpfe zustande gekommen und die ganz großen Würfe eben durch revolutionäre Momente. Also es ist ja nicht ohne Grund, dass irgendwie die Betriebsräte und die Höchstarbeitszeit noch von der Revolution von 1919 stammen. Also es ist auf jeden Fall ein ganz dickes Brett zu bohren. Und das aber auch als darin so zu begreifen, ne? Also nicht naiv ranzugehen, ach, da kämpfen wir mit links, aber vielleicht trotzdem zu sagen, ja, das als großer Wurf könnte das ein Teil sein. Und der Philipp auch natürlich recht zu geben, also mit der Frage Lohnausgleich, wir haben, machen ja auch ein Dossier zu Steuerreformen. Also natürlich muss das alles zusammengedacht werden, noch mit anderen Politiken. Genau, hier im Chat wird noch gesagt, Feuerwehren. Also da gibt es, glaube ich, unzählige Beispiele, die davon profitieren, dass Leute ehrenamtliche Arbeit machen. Das ist ja das, was unsere Gesellschaft viel zusammenhält und oft nicht genügend gewertschätzt wird. Danke, Nina. Wir liegen sehr gut in der Zeit und haben dafür mal ein paar Minuten mehr, um jetzt eure Fragen zu hören. Das Vorgehen wäre an dieser Stelle, dass ihr euch am besten im Chat meldet, indem ihr einfach ein Zeichen reinschreibt. Ich verwende dafür meistens das Sternchen, aber ihr könnt einfach ein Zeichen reintun. Und dann würde ich darauf achten, dass wir doppelt quotiert, oder ich würde doppelt quotiert Menschen dran nehmen. Das bedeutet weiblich gelesene und männlich gelesene Menschen im Wechsel und Menschen, die noch nicht gesprochen haben, würde ich auch vorziehen. Und ich würde euch bitten, eure Fragen selber zu stellen, also das Mikro anzumachen, wenn ihr möchtet, auch das Bild. Dann würdet ihr mit aufgenommen werden. Wir nehmen ja diese Veranstaltung gerade auf. Wenn ihr das gar nicht möchtet, könntet ihr Frage aber auch in den Chat schreiben und dann lese ich sie vor. Genau, und wir würden jetzt ein paar Fragen sammeln, so 2, 3, 4, je nachdem, vielleicht passen die auch thematisch gut zusammen und dann in mehreren Runden von den 3 beantworten lassen. Ihr könnt aber natürlich Fragen auch spezifisch an eine der 3 RednerInnen richten. Genau. Als erstes hat sich Sebastian gemeldet und Werner Reetz. Das ist häufig so, dass sich männlich sozialisierte Menschen eher zutrauen. Ah ja, ich sehe hier, Uta Meier hat sich auch gemeldet. Dann würde ich sagen, fangen wir mit Sebastian an. Machen mit Uta weiter und dann kommt Werner Reetz und vielleicht, dann kommt Annalena und dann kommt Matthias Neumann. Und dann würde ich an dieser Stelle, glaube ich, die Fragen beenden und erstmal Zeit lassen für Antworten. Genau, also würde ich jetzt Sebastian bitten. Du kannst gerne deine Frage stellen. Vielen Dank. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Alles klar. Ich habe erstmal eine Frage zum Personalausgleich und Pendelverkehr. Ich glaube, da habt ihr vielleicht ein Problem übersehen, dass es ja bei Personalausgleich vermutlich sogar mehr Pendelverkehr gibt. Oder wie könnte man das Problem lösen? Dann habe ich noch eine ganz grundsätzliche Frage. Das wurde ja auch mehrfach erwähnt. Arbeitszeitverkürzung ist gleich weniger Output. Da stelle ich mir die Frage, ob das nicht eine statische Annahme ist, weil ja immer die Frage ist, was das Kapital macht in Reaktion. Also wenn es mehr Investitionen, zum Beispiel in Automatisierung gibt, um das auszugleichen, dann kann es sogar einen steigenden Output oder einen gleichbleibenden geben, während Arbeitszeit letzten Endes reduziert wird. Und dann ist die Frage sozusagen, ob man auf der Ebene überhaupt ökologisch diesen Zusammenhang bearbeiten kann. Danke. Herzlichen Dank, Sebastian. Uta Meier, du wärst die Nächste. Ja, hallo, hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Okay, ja, vielen Dank für die Veranstaltung und ich möchte anknüpfen an eine Bemerkung, nämlich, dass wenn wir das wirklich hinkriegen wollen, wir wirklich eine kulturelle Norm aufbrechen müssen. Und ich möchte nochmal verdeutlichen, dass das in erster Linie bedeutet, dass von den fast 16 Millionen Vollzeitbeschäftigten Männern da ein ganz enormer Kulturwandel auch ausgehen müsste oder das von denen verlangt wird, während bei den Frauen ja viele ohnehin in Teilzeit erwerbstätig sind. Und wenn die das dann noch bei vollem Lohnausgleich kriegen würden, glaube ich, sind die am ehesten die Verbündeten.
Das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich möchte auch noch darauf aufmerksam machen, worüber meiner Meinung nach viel zu wenig gesprochen wird, dass in der Bundesrepublik Deutschland fast 5 Millionen Frauen im erwerbsfähigen Alter überhaupt nicht erwerbstätig sind und auch keinen Job suchen. Also es wäre auch noch mal zu überlegen, wie man auch diese Gruppe aktivieren kann und was man dafür aber auch für politische und gesetzliche Veränderungen endlich mal auf den Weg bringen müsste, damit es tatsächlich auch so quasi, also Arbeitszeitverkürzung für alle mit dem Ziel, auch Care-Arbeit zum Beispiel umzuverteilen, würde ja auch bedeuten, dass von diesen 5 Millionen, also ein Großteil auch zumindest Teilzeit erwerbstätig sein könnte, zumal wir bei den 30- bis 39-jährigen Frauen heute einen höheren Anteil haben, die einen akademischen Abschluss haben. Und ich meine, man muss sich das mal überlegen, dass auch in der ganzen Debatte um Arbeitskräftemangel diese Gruppe überhaupt nicht im Fokus ist. Und darauf möchte ich einfach nochmal aufmerksam machen. War eigentlich eher ein Statement. Danke. Danke, Ute. Das ist natürlich auch voll wichtig zu benennen, wer Arbeitszeit für wen, Arbeitszeitverkürzung vielleicht vornehmlich interessant sein könnte. Als nächstes Werner Reetz von Attac. Ja, also ich stimme ganz vielem zu, was ihr gesagt habt. Und man kann jetzt in einem kurzen fragenden Statement sicherlich nicht auf wirklich kleine Details eingehen, von denen ich einige schon nochmal sehr wichtig finde, weil sie eine große Wirkung letztlich haben. Ich sehe aber grundsätzlich einen Denkfehler und zwei Leerstellen, die ich bedenklich finde. Der Denkfehler ist doch ganz offensichtlich, wenn es einen vollen Personalausgleich gibt und wenn gleichzeitig, wie Stefanie angedeutet hat, die Produktivität sogar nicht nur gleich bleibt, sondern steigt, dann bleibt nicht nur die gesellschaftliche geleistete Gesamtzahl an Arbeitsstunden gleich und damit auch der Output, sondern auch der Energie- und Materialverbrauch bleibt mindestens gleich. Aufgrund der steigenden Produktivität müsste eigentlich steigen. Ökologisch wäre der volle Personalausgleich eine Katastrophe. Die Leerstelle ist eine Politik, die nur auf Arbeitszeitverkürzung setzt, sichert zig Millionen Menschen überhaupt nicht ab, die gerade von Uta genannten, gar nicht erwerbstätigen Menschen, die Jugendlichen, die Kinder, die Menschen in der Ausbildung, eine ganze Reihe anderer. Selbstständige, alle die werden von Arbeitszeitverkürzung nicht erreicht. Arbeitszeitverkürzung muss notwendig mit einer bedingungslosen Sicherung für alle, also mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, zusammengedacht werden. Und die zweite Leerstelle, wirklich nur kurz angesprochen, wenn die ökologische Katastrophe zeitlich so nah ist, wie die meisten von uns das vermuten, dann besteht nicht die Zeit, mit den Strategien Arbeitszeitverkürzung durchzusetzen, die ihr eben angesprochen habt, sondern dann werden wir uns mit katastrophischen Einzelentwicklungen auseinandersetzen müssen. Danke, Werner. Dann ziehe ich jetzt Annalena vor. Als nächstes kommt noch Matthias Neumann und weitere weiblich sozialisierte Menschen sind eingeladen, sich zu melden. Annalena. Ja, hallo, hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Perfekt. Ja, super spannend. Ich beschäftige mich gerade tatsächlich so im Rahmen meiner Masterarbeit mit dem, also auch diesem Schnittpunkt von Gewerkschaftspolitik und Degrowth-Bewegung, aber eben auch noch feministische Bewegung und hatte daher einmal die Frage, welche feministischen Initiativen, also vielleicht auch in dieser Werkstatt dabei waren, aber welche ihr irgendwie so auf dem Schirm habt, die sich explizit auch mit Arbeitszeitverkürzung auseinandersetzen. Und dahingehend auch noch eine zweite Frage, welches Modell ihr eigentlich zum Beispiel bevorzugen würdet. Es gibt ja eben verschiedene Möglichkeiten, einmal 4-Tage-Woche oder tägliche Arbeitszeitverkürzung, wo wir ja schon ein bisschen gehört haben mit den ökologischen Effekten von Pendeln. Aber ich frage mich so ein bisschen, wenn man dann die Care-Arbeitsperspektive nimmt, dass es ja Care-Arbeit sich auch schwer verschieben lässt auf einen Freitag, sondern ja eigentlich auch täglich anfällt oder vielleicht auch dieser Effekt von Leute machen dann Kurzurlaub
bei einer täglichen Arbeitszeitverkürzung ja auch vielleicht wieder weniger wäre und mehr so ein ökologischer Lebensstil möglich wäre, wenn man ihn denn dann pflegt. Genau, da noch so die Frage, was euer präferiertes Modell wäre. Alles klar, danke dir. Dann als nächstes Matthias Neumann. Ja, auch von mir erstmal ganz herzlichen Dank für, ich sehe es so als auch als einen Aufschlag, der so absolut zur richtigen Zeit kommt. Und ein paar Gedanken einmal zu dem, was du gesagt hast, Uta, was den Kulturwandel bei vollzeitbeschäftigten Männern betrifft. Da war ja die Erfahrung aus der 28,8-Stunden-Woche, die vorübergehend bei VW eingeführt wurde und die tatsächlich zu Verhaltensänderungen und zwar als positiv wahrgenommenen Verhaltensänderungen geführt hat. Das war ja was wirklich auch ermutigend stimmt und was auch Gewerkschaften aufgreifen können. Für mich so ein ganz großer Punkt ist die Frage des Lohnausgleichs, weil ich halt sehr überzeugt bin, dass eine steigende Lohnsumme, wenn es nur irgendwie, und da stimme ich Werner Rätz zu, wenn es nur irgendwie zur Neueinstellung kommt, auch kommen soll, dann wird es zu einer steigenden Nachfrage und letztlich steigender Produktion gegebenenfalls nicht in Deutschland, sondern anderswo führen. Also genau das, was wir nicht brauchen, was wir brauchen, ist ja tatsächlich auch eine andere Lebensweise, die auch offensiv kommuniziert werden muss. Und ich glaube, dazu muss auch eine Arbeitszeitkampagne beitragen. Was auch letzter Punkt damit zusammenhängt, wir brauchen ja tatsächlich mehr kollektiven Konsum, was öffentlichen Verkehr betrifft, was Sorgeinfrastruktur betrifft oder was die Bearbeitung von Umweltschäden betrifft. Ja, zum Abschluss die Frage insbesondere an Nina und die Crew vom Konzeptwerk. Es steht ja hoffentlich so als großer Elefant im Raum. Was machen wir damit? Wie geht es von hier aus weiter? Danke. Ich würde an dieser Stelle die Fragen mal zurück ans Podium geben. Es sind ja jetzt einige zusammengekommen. Ich fasse das nochmal ganz kurz stichpunktartig zusammen. Also Sebastian hat nach Personalausgleich und Pendelverkehr, was sind da die Auswirkungen, gefragt und in Frage gestellt, ob Arbeitszeitverkürzung tatsächlich zu weniger Output führt. Uta hat ein Plädoyer dafür gehalten, dass die kulturelle Norm aufgebrochen werden muss und dass insbesondere Männer mehr in Teilzeit gehen müssen. Genau, und fragt danach, was es dafür noch für eine politische Veränderung braucht. Werner Rätz hat ein Plädoyer dafür gehalten, dass es Arbeitszeitverkürzung mit dem bedingungslosen Grundeinkommen zusammengedacht werden muss. Annalena fragt nach feministischen Initiativen, die sich mit Arbeitszeitverkürzung auseinandersetzen und was unser präferiertes Modell ist. Und Matthias Neumann fragt, okay, wie geht es jetzt weiter mit diesem tollen Aufschlag? Ja, ich würde sagen, wer mag anfangen? Hat jemand einen starken Impuls? Nina, war das ein hier? Stefanie soll anfangen. Die hat noch nicht angefangen. Stefanie soll anfangen. Stefanie, fang mal an. Ja, okay. Okay, versuch's mal. Also, vielleicht gleich auf den letzten Kommentar von Matthias, dass ja ein Lohnausgleich immer die Nachfrage auch irgendwie fördert. Ist halt auch die Frage, was passiert mit dem Kapital und den Investitionen. Also es gibt ja auch nicht nur Nachfrage fördert emissionsintensive Tätigkeiten, sondern auch auf der Kapitalseite. Ja, ist ja auch die Frage, wo das investiert wird. Und wenn es wirklich, wenn es darum geht, wenn das dann bedeutet, dass die Lohneinkommen sinken und die Profitquote steigt und dann auch von der Seite eben ökologisch destruktive Tätigkeiten gefördert werden, dann genau. Also jetzt vielleicht so ein bisschen auch eine Abkehr von meiner vorigen Position auch, dass jetzt die Lohneinkommen auf keinen Fall steigen dürfen. Dann vielleicht, ich fange jetzt einfach von unten an, Annalena zu den feministischen Initiativen. Also ich
Konkrete Initiativen kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht benennen, aber es gibt auf jeden Fall mehrere Modelle, diese Modelle der erweiterten Arbeit oder die eine Ausweitung des Arbeitsbegriffs vorschlagen. Die beinhalten nämlich alle eine Verkürzung der Erwerbsarbeitszeiten, um eben mehr Raum für andere Tätigkeiten zu schaffen. Und was das Modell betrifft, da stimme ich zu, dass eben kürzere Tagesarbeitszeiten das fördern würden, dass eben täglich anfallende Care-Aktivitäten, dass die besser verteilt werden. Also eben an einem Freitag lassen sich dann nicht, kann der Partner wahrscheinlich schwer alle Care-Tätigkeiten übernehmen. Und auch Kurztrips sind dann weniger möglich. Ja, also generell, es ist so ein bisschen die Frage auch, was möchte man erreichen? Und auch vielleicht Sebastian hat es auch gut aufgemacht mit der Frage Personalausgleich und Pendelverkehr. Also es gibt halt eben bei Arbeitszeitverkürzungspolitik immer ganz viele Trade-offs, die man berücksichtigen muss. Und wenn, wenn es zu einem vollen Personalausgleich kommt und dadurch auch das Gesamtarbeitsvolumen zum Beispiel nicht sinkt, dann hat das auf der Seite und auch der Pendelverkehr Gleiches, dann hat das wenig ökologische Auswirkungen. Also es gibt, aber diese Trade-offs gibt es an ganz vielen Stellen und da muss man dann wirklich schauen, okay, was ist unser Ziel und wie setzen wir dann, welches Modell setzen wir dann um das eben zu berücksichtigen. Und ja, vielleicht gebe ich weiter an die, ja. Soll ich weitermachen? Oder möchtest du? Also, genau. Ich glaube, zu dem Personalausgleich erstmal gibt es ein Missverständnis. Ne? Also, wir haben ja nicht gesagt voller Personalausgleich, sondern Personalausgleich in den Branchen, wo wir eben mehr Arbeitskraft brauchen und wo auch die Arbeit schon so verdichtet ist, dass wenn wir jetzt die Arbeit reduzieren, wir aber den Sektor so erhalten wollen, wie er ist, dann können wir nicht das Personal nicht ausgleichen. Ganz wichtig sind die Sektoren, die wir ausbauen wollen. Also, Brennpunkt ist ja da ganz klar Pflegesektor, Gesundheitssektor, Bildungssektor. Aber natürlich in den Branchen, die rückgebaut werden sollen, soll es keinen Personalausgleich geben. Das steckt in dem Dossier auch ausführlich so drin. Also vielleicht hatten wir da einfach ein bisschen Missverständnis und es nicht genau geklärt worden. Annalena, du hast ja gefragt, welche feministischen Initiativen dazu arbeiten. Ich würde sagen, eigentlich alle. Also ich kenne sozusagen eigentlich keine feministischen ForscherInnen oder Initiativen, die nicht zur Arbeitszeit, zu der Verteilung von Sorgearbeit arbeiten und sagen, Plädoyer dafür machen, dass es halt umverteilt werden muss. Ganz konkret beteiligt war das Netzwerk Care Revolution, da ist auch Matthias dabei, der gerade gesprochen hat. Und ich würde aber auch sagen, das ist ein ganz großes Problem von Care-ArbeiterInnen, dass die eben so viel Care-Arbeit machen, dass sie sich schlecht organisieren können. Also es ist nicht so, dass man denkt, so, der Organisierungsgrad ist sozusagen auf dem Bereich sehr hoch. Ja, und wie machen wir damit weiter? Also da können wir im Ausblick auch nochmal darauf kommen, ganz am Ende. Das Konzeptwerk möchte gerne an der Schnittstelle von so Klimagerechtigkeit und Vergesellschaftungsfragen weiterarbeiten. Wir werden jetzt einfach diese Konzepte nochmal vertiefen, die rausgeben, dazu viele Veranstaltungen machen und eben nochmal das mit anderen Akteuren und Projekten zusammenbringen. Wir haben jetzt leider keine Arbeitszeitverkürzungsdebatte, Kampagne in petto, wo ich sage, nächste Woche ist der große Launch mit zusammen mit IG Metall und BUND. Aber genau, vielleicht ist noch kommen wir da noch hin. Und ich würde natürlich Werner recht geben, dass die Zeit total drängt. Und gleichzeitig ist es aber so, dass wir das ja auch schon seit Jahren sagen und wir einfach auch mit dem arbeiten müssen, was da ist. Ich hatte ja vorhin schon auch gesagt, dass solche großen Würfe auch eher in revolutionären Momenten zustande kommen. Also gute Konzepte zu haben, da sich einig zu sein, ist auch immer gut, auch wenn wir denken, aktuell ist man die noch zu langsam um. Genau, ich glaube, den Rest, hoffe ich jetzt, hatte Steffi schon beantwortet oder macht gleich Philipp. Gut, dann mach ich mal weiter. Also ich kann erstmal nur den Eindruck von Nina teilen zu Arbeitszeitverkürzungsdebatten und feministischen Debatten. Und ich lese leider also einfach vor allem viele Bücher, aber also 4-in-1-Perspektive von Frigga Haug, also ist sicherlich eh ein Begriff, ne? Und wen ich aber echt empfehlen will, ist Kathy Weeks, The Problem with Work, weil die ganz dezidiert so eine Perspektive vertritt und das wirklich ein Genuss ist zu lesen irgendwie und das aus feministischer Perspektive. Also falls du die noch nicht kennst, wäre es eine ganz starke Empfehlung. Ja, dann, ich glaube, jetzt wurde schon so viel beantwortet, ich greife nur zwei Dinge auf. Und also ich fange an bei der Frage des Kulturwandels.
Das hat ja Uta aufgebracht und Steffi auch schon. Und es ist jetzt nicht als Stänker gemeint. Also ich neige so zum Polemisieren schnell, aber es ist nicht böse gemeint oder so. Aber also das Interessante finde ich, wenn wir zum Beispiel uns diese Betriebe in Großbritannien anschauen, da gibt es bei 3.300 Leuten, gab es irgendwie eine Handvoll Leute, die gesagt haben, sie wollen aber Vollzeit arbeiten und sie wollen sich das nicht nehmen lassen. Und dann haben die Betriebe alles so reagiert, dass die gesagt haben, kannst du machen, komm einfach weiter ins Büro, kriegst aber halt dasselbe Geld wie alle anderen auch. Und nach 3 Wochen war der Tropf gelutscht, weil niemand so blöd sein wollte, 5 Tage zu arbeiten, werden alle anderen dieselbe Kohle für 4 bekommen. Und meine Erfahrung ist auch, Matthias hatte ja schon dieses Beispiel VW referenziert, ne, wo es ja relativ positive Wirkung hatte sozusagen, die 28,8-Stunden-Woche. Und jetzt auch während Corona hatte ich mit etlichen Leuten aus der Automobilindustrie so richtige Schaffer zu tun, die auf Kurzarbeit waren. Und alle fanden es gut, weniger zu arbeiten. Also ich kenne so High Performer, irgendwelche Profs und solche Leute irgendwie, die vielleicht damit echte Probleme hätten. Aber meine Erfahrung war eher, die Leute sind da doch relativ aufgeschlossen. Und manchmal frage ich mich, also ich will es nicht völlig banalisieren, aber es gab im 19. Jahrhundert auch so Sorgen bei diesem Fabric Act, was werden die armen Kinder machen, wenn sie arbeitslos werden? Ja, dann wissen die ja gar nichts mehr mit sich anzufangen den Tag über und so. Manchmal weiß ich nicht, ob wir die Probleme nicht so ein bisschen übertreiben. Also meine Erfahrung ist eher, wann immer ich mit Unternehmen zu tun habe, wo mit einer 4-Tage-Woche experimentiert wird, ist das absolut überwiegende Gros der Menschen sehr happy und auch der Männer. Ja. Genau. Trotzdem finde ich diese Zentralität von Lohnarbeit in unserer Gesellschaft scheiße und freue mich, wenn es dann einen Kulturwandel gibt. Und dann einfach noch ein anderer Themenkomplex, die Frage, ob nicht Arbeitszeitverkürzung auch sogar zu steigender Produktivität führt und damit zu mehr Output, gerade bei Personalausgleich. Nina hatte ja schon gesagt, Um- und Rückbau, ne? Also in gewissen Branchen gibt es dann vielleicht einfach keinen Personalausgleich. Ja? Aber tatsächlich würde ich sagen, einer der großen Vorzüge von Arbeitszeitverkürzung historisch betrachtet war, dass sie zu einer innovativeren und dynamischeren Wirtschaft beitragen und damit auch zu schnellerem Wirtschaftswachstum. Also ich glaube, das lässt sich auch empirisch nachweisen, dass eben Arbeitszeitverkürzung zum Beispiel zu mehr Investitionen in Automationstechnologien führt und so. Und da ist eben genau das Problem heute, dass wir das ja eigentlich in der Form gar nicht mehr wollen. Ne? Also insofern, das war so ein kniffliges Problem, was ich ja vorhin auch schon kurz angesprochen hatte. Ne? Und als letztes noch, also je mehr ich mich mit so Politikgestaltungsoptionen befasse, desto vorsichtiger werde ich immer bei so Wünschen nach eierlegenden Wollmilchsäulen. Also Werner, du weißt, ich bin ja total offen für BGE. Ich würde auch sagen, es ist am besten, es beides zu koppeln und so. Aber ich finde, man sollte sich einfach nicht von Arbeitszeitverkürzungen die soziale Absicherung von Kindern oder RentnerInnen erwarten oder so. Also ich erwarte mir auch nicht von einem Tempolimit irgendwie, dass das Essen leckerer wird oder so. Also es muss halt schon ein Match geben von dem, was man erreichen will und der Policy, die man verfolgt. Und dann ist es richtig, darauf hinzuweisen, man braucht vielleicht noch mehr. Aber das ist jetzt kein Argument gegen Arbeitszeit, so, aus meiner Sicht. Ja. Okay, danke Philipp. Ich war kurz weg, aber jetzt bin ich wieder da. Genau, als nächstes habe ich auf meiner Liste Steffen Liebig, dann Silvia Lorek, dann Ulrich Franz, dann die Einladung an eine weiblich sozialisierte Person, sich zu melden, und dann Thorsten Windels. Genau, wir haben jetzt auf jeden Fall, würde ich sagen, noch Zeit für eine gute zweite Runde und dann würden wir eine Abschlussrunde machen, also jetzt die Möglichkeit, sich noch einmal zu melden. Und bevor ihr geht, einige gehen schon, lasst uns doch noch einen kurzen Satz oder vielleicht ein Wort da, was ihr aus dieser Veranstaltung mitgenommen habt. Das wäre für uns voll spannend. Okay, Steffen. Ja, danke dir. Hallo in die Runde. Schönen Gruß. Einige dabei, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Ist ein schönes. jetzt hört ihr mich, richtig? Ja, sorry, ich dachte, ich hätte es gedrückt. Hallo in die Runde. Schönen Gruß und einige dabei, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Genau, ich habe so 2 bis 3 Anmerkungen und hoffe, dass ich nicht zu viel Wasser in den Wein gieße oder es zu komplex mache. Zum einen, Philipp, fand ich deinen Chart sehr schön mit der Produktivitätsentwicklung und den Löhnen. Und da geht es ja erstmal nur mittelbar um Arbeitszeitverkürzung. Aber natürlich ist das ganz wichtig, weil die Lohnentwicklung, also gute Löhne, machen natürlich immer ein Spielbein, dann auch die Arbeitszeit zu verkürzen. Und insofern ist das ja auch gar kein Widerspruch. Und jetzt war ja schon die Frage, wie geht man damit um? Kann man das wieder aufholen? Und wenn ja, wie? Und ich würde sagen, es ist sogar leider noch komplizierter. Weil wenn man sich dann anguckt branchenmäßig, die Löhne werden ja ähnlich verhandelt wie die Arbeitszeit in Deutschland, also durch Branchen
organisierte Gewerkschaften. Und der Durchschnitt verdeckt natürlich so manches, genau wie bei der Arbeitszeit. Da haben wir ja noch die besten Lohnerhöhungen in den Bereichen, die natürlich auch die beste Produktivitäts-, also best jetzt wirtschaftlich gesprochen, die höchste Produktivitätsentwicklung haben. Ich spreche jetzt hier ganz konventionell. Produktivität einfach als wirtschaftlicher Faktor. Also sprich in der Metall- und Elektroindustrie beispielsweise, in der Chemieindustrie, wo die Löhne gut sind, da hat das noch am ehesten funktioniert. Aber in den Bereichen, die jetzt ja auch ausgebaut werden sollen aus einer ökologischen Perspektive, also in den Gesundheitsbereichen, in den Sorgebereichen, die erwerblich organisiert sind und so weiter, haben wir eine ganz niedrige Lohnentwicklung und deswegen auch nochmal schwieriger, eine Arbeitszeitperspektive da überhaupt für die Belegschaften attraktiver zu machen, zumal die ja oft schon aufgrund der Arbeitsbelastung ohnehin in Teilzeit arbeiten müssen. Und da wollte ich nochmal fragen, wie geht ihr damit um? Ich würde sagen, das ist dann schon gekoppelt eigentlich an staatliche Umverteilungspolitik, weil das sind ja auch Branchen, die in der Regel öffentlich bezuschusst werden müssen. Es geht um den Aufbau von sozialer Infrastruktur und es geht eigentlich dann wirklich nur durch großflächige Umverteilungspolitiken, die man dann, gerade wenn man so einen sektoral differenzierten Ansatz hat, wie er das auch angesprochen hat, manche Branchen sollen zurück, andere sollen aufgebaut werden und das Ganze mit Arbeitszeit moderiert, finde ich super. Aber es hat dann doch die Voraussetzung, dass der Staat das auch verausgaben kann. Also muss er seine Einnahmen extrem erhöhen und sich das Geld und das Kapital holen, da wo es ist. Genau, das war so eine halbe Anmerkung. Und die zweite, da hatte ich einen Punkt ein bisschen vermisst. Ihr habt darüber gesprochen, woran hapert es? Was sind praktische Umsetzungsprobleme bei der Arbeitszeit? Und da würde ich sagen, die Erfahrung der Arbeitsintensivierung und der Verdichtung, der ist da ganz entscheidend. Ich bin da nicht ganz so optimistisch, was die Bereitschaft für Arbeitszeitverkürzung in jedem Fall angeht. Okay, darf ich dich an dieser Stelle kurz bremsen? Weil ja. Wir haben noch 5 weitere Menschen und die Zeit läuft ab. Ja, ich mache noch den Punkt. Ja, okay, du kannst gerne noch einen Satz zu Ende sagen, aber vielleicht, genau. Klar, kein Problem. Also wie seht ihr das? Und wie stellt ihr euch eine Kombination mit Leistungspolitik dann vor? Danke. Danke dir, Steffen. Als nächstes Silvia Lorek, dann kommt Ulrich Franz, dann kommt Margareta, ich habe dich gesehen, und dann Thorsten Windels. Und genau, wir haben ja 5 Minuten später angefangen, deswegen würde ich jetzt bis 35 überziehen, wenn das okay ist. Ihr könnt natürlich gehen, wenn ihr pünktlich los müsst. Genau. Und genau, bitte euch, eure Fragen kurz zu fassen. Ja, mir ist völlig bewusst, wie Nina das gesagt hat, dass der ganze Prozess ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess ist. Nichtsdestotrotz kommt mir die ökologische Perspektive hier echt deutlich zu kurz, wenn wir wissen, dass wir als Gesellschaft eigentlich um 90% runter müssen mit unserem Ressourcenverbrauch. Dann zu hören, ja auch die hohen Einkommensgruppen dürfen nicht, also wir wollen die nicht verschrecken, indem wir dann sagen, die kriegen nicht ihren Lohnausgleich, finde ich echt gefährlich, wenn wir das ökologische Ziel vor Augen haben. Ich war ganz verwirrt, dass ich da mit den Arbeitgebern womöglich im gleichen Boot sitze, die das auch so sehen würden, wenn auch aus anderen Gründen. Aber den Punkt hat der Werner ja schon sehr, sehr gut verdeutlicht. Was ich noch ansprechen möchte, ist, dass ich es für relativ naiv halte, zu denken, wenn die Leute weniger arbeiten gehen, die mehr in Care-Arbeit, das wird besser verteilt. Ich befürchte, gerade wenn genug Geld da ist, dann fliegen sie mehr durch die Gegend. Und die Studie, die schon angesprochen wurde der Versuch von Volkswagen damals hat doch auch gezeigt, dass die Leute einfach das mehr machen, was sie vorher schon gemacht haben. Leute, die sich um ihre Kinder gekümmert haben, kümmern sich weiter um ihre Kinder. Leute, die in die Kneipe gegangen sind, gehen weiter in die Kneipe. Leute, die mit dem Motorrad gefahren sind, machen weiter das. Also gesellschaftliche Veränderung. Großes Fragezeichen. Danke, Silvia. Dann Ulrich Franz. Ja, mir geht es, also erstmal möchte ich gerne nochmal diesen Aspekt von Werner unterstreichen, dass es notwendig ist der Absicherung. Und das ist jetzt eigentlich nochmal auch so die Frage, dass man doch sehr deutlich unterscheiden muss zwischen dem sogenannten produzierenden Gewerbe und diesem ganzen sozialen Bereich, der gerade eben in einem Beitrag auch schon mal kurz angesprochen worden ist. Also gerade jetzt die schon mal genannten Erzieherinnen und Erzieher in den Kindergärten und wo auch immer und auch die Hilfskräfte, die in diesem Bereich arbeiten oder auch der gesamte Pflegebereich, der eben nicht der produzierenden Bereich da ist doch die Situation, dass die massiv, das ist jetzt wieder eine Frage, die mit der Umverteilung zu tun hat, die müssten doch eigentlich erheblich besser bezahlt werden, damit überhaupt dort eine Entlastung stattfinden kann. Wir haben das ja gerade in dem Tarifkonflikt
an den Universitätskliniken gesehen in Nordrhein-Westfalen, wo es ja darum ging, eben eine Entlastung durchzuführen. Die müssen ja in der Tat eine Arbeitszeitverkürzung durchführen, damit da eine Entlastung ist, was aber ja in vielen Bereichen einfach nicht geht, weil die ja ohnehin schon überlastet sind. Das heißt, wir haben ja diese Situation da, dass dann ganz viele Bereiche letztendlich zusammenbrechen würden, wenn die jetzt auch noch aufhören, was ja in massiver Weise passiert ist. Das heißt, wir brauchen doch deswegen diese Unterscheidung zwischen produzierendem Gewerbe und diesem ganzen sozialen Bereich, auch der Bereich, der von Organisationen im Wohlfahrtsbereich oder Kirchen oder was auch immer gemacht wird. Das sind ja gerade die Bereiche, wo wir diese Verkürzung dringend brauchen, damit eine Entlastung ist. Aber auf der anderen Seite, gerade weil sie ganz schlecht bezahlt sind, das heißt, da müssten wir letztendlich eine andere Steuerpolitik haben. Das kam mir jetzt, sage ich mal, ein bisschen in diesen ganzen Beiträgen ein wenig zu kurz. Deswegen wollte ich das gerne nochmal ansprechen und würde da gerne nochmal was zu hören von den drei Referenten. Dankeschön. Dann ist als nächstes Margareta. Ja, also ich finde die Überlegung von Nina vollkommen richtig, dass man differenziert den Personalausgleich betrachten muss. Natürlich brauchen wir in der Pflege einen vollen, eigentlich einen 150-prozentigen Personalausgleich, und in der Stahlindustrie brauchen wir gar keinen Personalausgleich. Das ist klar. Wenn wir das aber machen, brauchen wir flankierend zu einer solchen Arbeitszeitverkürzung natürlich enorme Umschulungsprogramme. Also die Leute müssen ja von A nach B dann gehen, ne? Also das wird noch eine riesige Herausforderung. Ich meine, da sind ja jetzt schon, Hubertus Heil hat da ja Überlegungen in die Richtung, fängt er ja jetzt an, oder die Agentur für Arbeit insgesamt auch. Auf jeden Fall, das müssen wir da mitdenken. Und was ich nochmal, vorhin hat irgendjemand die Frage gestellt, ob man denn jetzt einen Ansatzpunkt sieht für eine Kampagne, eine Bewegung und so weiter. Und also ich glaube, wir haben schon ein paar Ansätze. Also einerseits werden jetzt in diesem Jahr sowohl IG Metall als auch Verdi ihre großen Bundeskongresse haben. Und auf jeden Fall ist die Frage der Arbeitszeitverkürzung, wird da Thema sein. Nicht jetzt als direkte irgendwie Tarifforderung, aber als eine grundsätzliche Frage, wie mit der sozialökologischen Transformation umgegangen werden kann. Also das und auch wie der Wertewandel, also das ist in den Gewerkschaften durchaus nicht ganz unbekannt, dass es den gibt und dass sie auch darauf irgendwie Antworten finden wollen, ne? Und praktisch ist es ja so, dass wir im Moment auch in Deutschland Unmengen von Kleinversuchen haben mit der Vier-Tage-Woche. Und zwar meistens sogar eine Vier-Tage-Woche mit realer Arbeitszeitverkürzung und einem vollen Lohnausgleich. Also in Gastronomiebetrieben, in Tischlereien, in Glasereien, Installationsbetrieben etc., IT-Unternehmen, die das jetzt nicht aus Nettigkeit einfach machen, sondern schlicht, weil sie es anders kein Personal kriegen. Und die Erfahrungen damit sind, nach dem, was ich so mitkriege, richtig gut. Also alle sind zufrieden. Die Beschäftigten, die Unternehmer und die Kundinnen und Kunden auch. Und das wäre im Grunde jetzt so ein Punkt, wo wir überlegen müssen, wie kann man diese praktischen Erfahrungen mit dem programmatischen Diskurs in den Gewerkschaften und unseren ökologisch-sozialen Überlegungen, wie man das zusammenbringen könnte. Da müssten wir weiter dran denken. Danke, Margareta. Dann kommen wir zur letzten Frage. Thorsten Windels. Ja, vielen Dank auch für die Vorträge. Ich möchte davor warnen, das zu komplex zu machen. Also jetzt zu meinen, also wir sind nicht in der Lage, sagen wir mal, relativ positiv über kollektive Vereinbarungs- und Arbeitszeitverkürzung zu reden, angesichts der Organisationsgrade im Gewerkschaftsbereich. Das hatte Philipp ja vorhin ausgeführt, dass das schwierig ist. Das einzige positive Argument ist die Demografie. Und die Demografie führt eben auch dazu, mit den freiwilligen Versuchen, die gerade angesprochen worden sind, dass die Schere zwischen hohen Einkommen und niedrigen Einkommen damit nicht beglichen werden, sondern es werden bestimmte Gruppierungen
privilegiert weiterhin, während die klassische Kassiererin oder auch Pflegekraft sozusagen wenig davon haben dürfte. Da bin ich von überzeugt. Das Kernproblem bleibt die Organisationsfrage, die Gewerkschaftsfrage. Und wenn die sozusagen gerade in den neuen Bundesländern massiv treibt, nämlich nach unten, und wir nochmal einen sektoralen Wandel haben, wo eben die klassischen Gewerkschaftsindustriebereich kleiner werden und die Dienstleistungsbereiche größer werden, ebenfalls mit einer Geschlechterdifferenzierung, dass die klassischen Industriegewerkschaften männliche Gewerkschaften sind und die Frauenorganisationsgrade in der Regel sehr niedrig sind. Also die Frauenberufsbereiche sind sehr schlecht organisiert, sind auch sehr schlecht zu organisieren. Ich komme aus Niedersachsen. In Niedersachsen haben wir versucht, eine Pflegekammer einzurichten, aus diesen Organisationsgründen heraus, schlecht gemacht, handwerklich, aber am Ende gescheitert, weil ich nicht recht erkennen kann, dass Frauen erkennen, dass diese kollektive Organisationsgrade Voraussetzung dafür sind, bessere Löhne durchzusetzen. Da steckt ein Stück weit Zusatzerwerbsarbeit dahinter. Also auch wieder eine klassische kulturelle Frage. Also ich würde mich konzentrieren auf das Thema Arbeitszeitverkürzung und nicht auch noch regeln wollen, dass ein Personalausgleich stattfindet, auch noch sektoral gesteuert. Der eine kriegt welchen, der andere nicht. Das überschätzt ja völlig die Regelungsfähigkeit, die wir haben. Also alleine die Frage Arbeitszeitverkürzung mit all den positiven Aspekten, die wir heute diskutiert und gehört haben, die zu thematisieren, das ist dann ist ja mit dieser Veranstaltung ja auch geschehen. Aber jetzt zu sagen, ich kann an dieser Frage sämtliche Kleinstfragen reinflechten, die wir jetzt heute diskutiert haben, ist, glaube ich, illusorisch. Man sollte sich konzentrieren auf die Hauptfrage Arbeitszeitverkürzung. Muss wieder Thema werden, um sie voranzutreiben. Und da hängt am Ende eine gewerkschaftliche Organisationsgrad dahinter. Auf staatliche Dinge dazu hoffen, glaube ich, das übersteigt auch die Fähigkeit, sich durchzusetzen gegenüber den Lobbyverbänden von der anderen Seite. Dankeschön. Okay, herzlichen Dank. Dann bitte ich unsere drei Referierenden, auf die gesammelten Fragen noch einmal einzugehen und am besten auch schon zu verbinden mit einem kleinen Abschlussstatement. Ihr habt alle schon einmal angefangen, ihr dürft euch aussuchen, wer mag anfangen. Dann sage ich Philipp. Okay, also erstmal, ich fange gleich am Ende an, beim Beitrag von Thorsten Windels. Ich sehe es auch so ein bisschen so. Also genau, ich glaube, also wenn man dann wirklich in die Details der Umsetzung geht und so, dann kann man sich viele Fragen stellen. Aber ich glaube, wenn man jetzt eine politische Kampagne auf die Beine stellen will, dann darf man die Dinge auch nicht verüberkomplizieren. Wo ich allerdings kurz sagen würde, aber ich glaube, das war damit gar nicht gemeint, dass ich es vielleicht anders verstehen würde. Also ich glaube schon, dass der Staat durchaus was machen kann, zum Beispiel im Sinne von diesen Subventionsfonds oder so. Ich meine, was sind schon 20, 30 Millionen Euro? Also das ist ja nichts sozusagen, aber man kann halt ein paar schöne Nachrichten platzieren. Ja? Und manchmal wundere ich mich schon, warum wir irgendwo in Deutschland angeblich progressive Regierungen haben und die halt nicht sowas auf Landesebene einfach mal auflegen. Also weil das ist wirklich nicht so viel Geld dafür, dass man dann so ein bisschen Impulse in die Debatte geben kann, aus meiner Sicht. Ja. An das anknüpfen, was Steffen gesagt hatte, du hast vollkommen recht. Also wenn man nur noch so Durchschnittslöhne oder Stundenlöhne nimmt, dann versteckt man natürlich die auseinanderdriftenden Branchen. Was ebenfalls verloren geht, ist natürlich die starke Binnenpolarisierung der Löhne. Ne? Also zum Beispiel innerhalb von Unternehmen, das jetzt viel mehr oben beim Management landet als unten und so weiter. Das verliert man alles. Ne? Und ich glaube, da gibt es eigentlich auch nochmal ein extra Umverteilungspotenzial eigentlich. Ne? Und als letztes noch, weil ich glaube, ich habe es mir da teilweise ein bisschen einfach gemacht. Also als ich sagte, ich kenne kaum Leute, die diesen Standard der Vollzeitwoche so bis auf die Zähne, bis aufs Blut verteidigen würden, wenn sie das Angebot haben, Arbeitszeit zu verkürzen, da meinte ich vor allem, dass das halt so als kulturelle Norm nicht so stark nach vorne gestellt wird. Was ich tatsächlich auch schon kenne, ist, dass es durchaus Leute gibt, die halt sagen, wir arbeiten hier unter Bedingungen, ohne Personal die Arbeitszeit zu verkürzen, wäre völlig verrückt sozusagen. Na, aber das ist dann keine kulturelle Norm oder so, sondern ich würde sagen, da ist einfach der Arbeitsprozess schlecht gestaltet, wie er derzeit ist. Und ich würde unbedingt sagen, natürlich brauchen wir irgendwie eine viel bessere Personalbemessung im Pflegebereich. Natürlich brauchen wir mehr Mitbestimmung bei der Leistungspolitik und so weiter. Also da gibt es etliche Bretter zu bohren und was Ulrich Franz auch nochmal hervorgehoben hat, das kann ich auch gerne unterstreichen. Also natürlich geht damit einher auch mehr Umverteilung. Also irgendwie muss man halt die soziale Infrastruktur finanzieren. Ne? Also genau. Als letztes vielleicht noch, weil oft so getan wird, ja, für die Pflege ist das nichts. Ich habe mich sehr gefreut zu lesen, dass jetzt in Sachsen-Anhalt ein lokaler Ableger vom Deutschen Roten Kreuz auf eine 4-Tage-Woche gehen will. Und die haben immerhin 400 Pflegerinnen. Also die betreiben da so Altenpflegeheime und so weiter in der Region. Also insofern, selbst in dem Bereich gibt es gerade Bewegung. Magst du deine letzten Worte finden? Total. Vielleicht spannend, das noch weiter zu beforschen, um dann weitere positive Nachrichten zu haben. Hoffentlich. Ja, genau. Super.
Danke dir, Philipp. Dann als nächste Stefanie und dann Nina. Ja, genau, vielleicht zu dem Kommentar von Silvi Lorek. Was diese, also das angezweifelt wird, dass eine Arbeitszeitverkürzung automatisch zu mehr Care-Beteiligung von Männern führt. Also ich glaube, das alles, ich glaube, es ist immer wichtig, dass wir das auch diese Arbeitszeitverkürzung so mit flankierenden Maßnahmen denken, ja, die einfach auch, also dass wir nicht Arbeitszeitverkürzung alleine denken, die dann alle diese Probleme lösen soll und alle diese Ziele erreichen soll, sondern braucht es immer flankierende Maßnahmen. Und das zum Beispiel in Österreich gibt es diese Idee, dass wenn beide Elternteile nach der Elternzeit auf 30 Stunden reduzieren, also weil oft ist ja so, der Mann arbeitet Vollzeit, die Frau steigt dann mit Teilzeit ein, aber wenn halt eben beide Elternteile auf 30 Stunden reduzieren, dann gibt es einen Zuschuss für diese, also einen staatlichen Zuschuss. Und das, also das, ja, das ist, finde ich, eigentlich ein ganz schönes Modell, wie man das eben anstoßen und fördern kann. Und vielleicht noch, weil Steffen meinte, wir haben tatsächlich die Frage der Intensivierung und Verdichtung, diese Gefahr haben wir ausgelassen, ich denke einfach auch aus Zeitgründen, und das ist auf jeden Fall eine Gefahr, und ich finde es auch, es gibt eben diese ganzen Pilotprojekte, die in den letzten Jahren durchgeführt wurden, auf Firmenebene, die gehen ganz oft davon aus, die sind eben mit vollem Lohnausgleich, und die gehen dann davon aus, dass die Produktivität erhöht wird, also dass die gleiche Leistung quasi erbracht wird oder zumindest es zu keinen Neueinstellungen kommt. Und das birgt natürlich die Gefahr von Arbeitsintensivierung. Und ich glaube, es ist so ein bisschen, ich glaube, man muss sich das wirklich konkret in dem jeweiligen Fall anschauen, weil es gibt auch Berichte, wo die Beschäftigten berichtet, ja, wir haben einfach versucht, Prozesse zu optimieren, Meetings zu kürzen, unnötige Arbeitsprozesse zu streichen. Und ich glaube, das muss man ein bisschen unterscheiden. Geht es eher in die Richtung und schaut man sich wirklich an, okay, welche Arbeitsprozesse sind vielleicht gar nicht notwendig und wo können wir kürzen? Oder geht es wirklich in die Richtung, okay, es wird einfach alles noch dichter und stressiger? Ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden und wirklich konkret den Fall sich anschauen. Fanny, vielleicht noch ein letzter Satz und dann. Ja, nee, ich glaube, das ja. Nee, ist gut. Ich will euch gar nicht so abwürgen, aber ich habe diesen Blick auf die Uhr. Ja, ja, Nina, dann eine letzte Runde Antworten auf die Fragen und vielleicht auch ein kleines Abschlussstatement. Ja, vielen Dank auch für eure ganzen vielen wichtigen Hinweise und Gedanken. Ich als Autorin diskutiere, ich habe zu dem Thema sehr viel kürzer gearbeitet als ganz viele Leute in diesem Raum. Und das ist ja genau der Versuch vom Konzept Weg Neue Ökonomie, also sagen, Debatten mal so anzustoßen, da halt bestimmte Punkte aufzumachen. Und ich glaube, ganz viele Dinge werden wir im nächsten Jahr noch erstreiten müssen. Und das kann mir auch unmöglich nicht mehr vorstellen, dass ich mich vor allem Argumenten von der Gegenseite nochmal überzeugen lasse. Ich finde es gut, dass es euch so anregt. Und ich bin froh, dass es dafür eine Kontroverse gibt. Danke, Stefanie, für den Hinweis mit der Produktivität. Darauf gehen wir auch ein. Es wird Branchen geben, da kann man die Produktivität halten oder steigern. Es gibt Branchen, da muss man die reduzieren. Also es ist schwierig, das über einen Kamm zu scheren. Und ja, also für den Umbau braucht man auf jeden Fall staatliche Subventionierung und dafür braucht man eine Besteuerung der Reichen. Also ich bräuchte mal auch sowas wie Vermögensabgaben oder so. Es gibt jetzt immer wieder Studien, die sagen, die Vermögen wachsen ja so krass weiter, dass selbst bei 25% Vermögensabgaben die noch weiter wachsen würden. Also ja, wir müssen das Geld da anzapfen, wo es ist. Und das widerspricht dem, was Thorsten gesagt hat, dass es sozusagen dann ganz groß wird. Aber genau, wenn man das branchenübergreifend denkt, denke ich, ist es so. Und der Hinweis von Sebastian, ja, welche Branchen, um welche geht es? Also wir sagen ein bisschen was dazu in dem Dossier. Aber genau, also ich glaube, diese Studien, wie schaut ein sozial-ökologischer Umbau genau aus? Welche Branchen müssen da rückgebaut werden, welche ausgebaut werden, welche Gelder verwenden wir dafür? Da hoffe ich, dass sich ganz viele Organisationen in den nächsten Jahren noch hinwenden, auch ein bisschen größer für das Konzeptwerk. Also wir sind ja nicht ganz wissenschaftlich arbeiten, auf einmal von 25 Leuten. Und ich glaube, sozusagen eine Volkswirtschaft in der Größe Deutschlands zu modellieren, übersteigt ein bisschen unsere Kapazitäten. Ich würde sagen, aus den historischen Beispielen kann man vieles lernen. Aber natürlich können wir auch nicht sagen, die Erfahrung der Volkswagen 80ern entspricht den Erfahrungen heute. Ich glaube, dass die Leute ganz krass gestresst sind. Und wenn sie weniger arbeiten würden, werden sie entschleunigt. Und deswegen würden sie nicht krass weiter konsumieren, sondern auch ein bisschen mehr einfach mit ihrer liebsten Zeit verbringen und entspannen. Also ich würde darauf setzen, dass Leute das machen, wissen wir aber nicht.
Danke, Nina. Nina hat auch schon den Hinweis in den Chat gepostet, dass wir einen Newsletter haben, der einmal im Monat verschickt wird. Da kriegt ihr dann mehr Infos über die Projekte, die wir machen, zu vielen anderen Themen. Es gibt noch weitere Bausteine zur Klimagerechtigkeit, die veröffentlicht werden. Genau, der erscheint einmal im Monat. Und ansonsten sind wir ein Verein, der auf Spenden basiert, und wir freuen uns, wenn ihr uns fördert, weil genau, nur wenn wir gefördert werden, können wir weiter so coole Arbeit machen. Genau, an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bedanken, dass die drei Referierenden hier waren. Dafür entschuldigen, dass es ein bisschen Chaos gab. Ich finde es voll schön, dass ihr alle so dabei geblieben seid, und ich hoffe, ihr habt viel mitgenommen. Und hoffe, dass wir uns in den nächsten Jahren und in der nächsten Zeit zu dem Thema vielleicht auch alle wieder analog irgendwo treffen können. Bis bald. Ja, danke, Mascha, für spontane Einspringen, und danke, Caro, an den Tech-Host im Hintergrund noch. Tschüss.